Da sind wir wieder bei Dishonored 2. Ich bin aktuell ein bisschen ratlos. Wie ich jetzt da reinkomme, ohne dass mich das Ding umbringt. Was mich die ganze Zeit umbringt. Kann ich das eigentlich mit einer Granate sprengen? Würde mich mal interessieren. So. Dammit. Das war fail. Ist das doch was, Döde? Granate, Springmine. Mann. So. Und jetzt? Bringt das irgendwas? Nö, ne? Ach Mann. Stirb! Oh, ich wollte gerade sagen, explodiert das auch, aber okay. Wir kommen jetzt da jetzt rein. Lass mich bloß in Ruhe, Roboter. Oh ja, öffne dich. Hallo. Oh nee, da sind noch mehr mechanische Kackis. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Ach, geschafft. Das ist es. Befreie mich aus diesem toten Gefäß, von dieser vergifteten Welt und fange den Leiders Geist ein. Ich lasse dich nicht gehen. Ich finde einen anderen Weg. Nein, ich will nicht länger sehen, was aus dieser Welt geworden ist. Sie hat dich verändert. Ich habe alles getan, um das Kaiserreich zu bewahren und Emily zu beschützen. Wir hatten große Träume. Aber mir ist egal, was du tust. Beschütze meine Tochter und lass mich vergehen. Paranormal. Dann ist es erledigt. Zeit, Delilahs Geist zurückzubringen. Meiner Halbschwester? Nur ihr Fleisch bleibt noch. Vielleicht hat Delilahs Geist den zusammengehalten. Seelenräuber. Okay, dann düsen wir jetzt mal ab. Der ist eh Brain AFK. Oder auch nicht. Hui. Alles gut. Zu Megan Foster. Okay, gut. Das war mal wieder, das war eine krasse Mission, ne? Aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt den blöden Geist. Aua, was ist passiert? Hilfe. Ich backe fest. Hilfe! Bitte rette mich. Ich backe einfach fest. Megan Foster, der... Rette mich, Mann! Megan! Megan! Ich will nicht mehr. LOL, das kann nicht wahr sein. Das kann verdammt nochmal nicht der fucking Ernst sein vom Spiel. LOL! Bitte, bitte, bitte! Ja! Das ja! Ist
Oh Gott. Der Niedergang von Kanaka? Der Herzog hat einen Sinneswandel. Die Dinge ändern sich. Zurück zur Dreadful Whale und dann weiter nach Dunwall. Sieht ganz so aus. Um Emily zu helfen und ihr den Thron zurückzugeben. Sind Sie bereit? Ja, bitte, ich will weg hier. Gut, wie Sie wünschen. Dieser Ort gefällt mir nicht. Das war gar nicht mal easy. Der größte, der Endboss, der verbuggte Stein. Triff dich mit Megan Foster und Anton Sokolov, um deine Rückkehr nach Dunwall zu besprechen. Okay, das machen wir. Da sind wir dabei. Das ist prima. Okay, sorry. So begann der schlimmste Tag meines Lebens. Ein maskierter Mann mit Mordplänen auf dem Weg zum Dunwall Tower. Dowd und der Lord Regent töteten Jessamine, aber sie zerbrachen daran. Jetzt wiederholt es sich. Noch eine Kaiserin stirbt, noch eine Geschichte endet. Was wird das aus mir machen? Delilah wird nicht kampflos untergehen. Sie hat mich ausgetrickst und ich habe es nicht erkannt. Aber ich war Corvo, bevor ich kaiserlicher Schutzherr wurde. Bevor ich ein Schwert besaß, kämpfte ich mit Stöcken und Glasscherben, was immer auch da war. Ich weiß nicht, welchen großartigen Plan Sie haben, Delilah, aber ich komme, um Sie ins Grab zu bringen. Da bin ich doch mal für. Nicht umsonst haben wir uns bis hierhin angestrengt, ja? Da, Pistolen, Munition. Oh nein. Ich wollte nichts in mein Tagebuch schreiben. Ende. Münzen. Bin noch irgendwo eigentlich Zeug, irgendwie, was weiß ich. Zum Heilen. Beachtlich, was Delilah geleistet hat, sich bei ihrer Herkunft den Thron zu schnappen. Ich finde, ich sehe wunderschön aus. Zumindest ist die Situation mit dem Herzog erledigt. Vergessen wir dieses kleine Detail lieber nicht. Betrunkener Despot. Hier drinnen vielleicht noch was? Münzen. Ach Mann, das macht mich jetzt traurig. Meine Wohnung ist bestimmt nicht mehr so, wie ich... Reden wir mal mit dem Typen hier. Da wir jetzt hier sind, wissen Sie wohl, wohin es geht und was zu tun ist. Sie haben so viele getötet. Was ist da schon einer mehr? Einer mehr oder tausend mehr. Delilah verdient das, was sie bekommen wird. Mittlerweile misstraue ich solchen Worten wie verdienen. Wie schon gesagt, ich kenne sie von früher. Tief im Innern, schwer verwundet, doch gerissen. Und auf der Suche nach einem Ausweg. Mehr als alles andere konnte Delilah sich die Welt als besseren Ort vorstellen. Hätte man das doch nur für etwas weniger Kriminelles nutzen können. Zu spät für Reue. Reue ist keinem fremd. Ich bereue jetzt vor allem, dass ich keine Zeit mehr habe. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen, Anton. Hau rein, Digi. Hey, da sind Sie ja. Ich wollte mit Ihnen reden. Wo bist du? Megan erwartet Sie draußen an Deck. Sie wirkte so verschlossen. Noch mehr als so. Ja, wo ist denn Megan? Ich habe geschworen, nie wieder herzukommen. Und diesen Schwur nun schon zweimal für sie gebrochen. Ist hier noch irgendwo was zum... Nee, heilen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Okay. Auf geht die wilde Fahrt. Ich frage mich, was Delilah wo... Oh, da liegen noch Patronen. Ich hab, glaube ich, genug gehabt. Ich will allein zum Dunwall Tower. In Ordnung. Aber wie genau töten Sie Delilah? Wenn Sie sie verschonen, rächt sie sich früher oder später.
Ich tue das Nötige, um sie zu erledigen und Emily zurückzuholen. Zögern Sie aber bloß nicht. Delilah ist gefährlich. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Was hat sie denn für einen leuchtenden Schlüssel? Kabinenschlüssel von Megan Foster. Wo ist ihre Kabine? Das gucke ich mir doch nochmal an. War die hier? Hallo. Megan Foster Notizbuch. Nö. Noch ein Artefakte. Vor vielen Jahren Trophäe erhalten. Ach, egal. Klaue ich mal einfach alles. Wanted. Na, ich habe mehr gehofft, dass hier vielleicht Heilung ist. Oder sowas, aber nada. Nada niente. Na gut, dann düsen wir ab zu Mission 9, würde ich sagen. Uns bleibt ja auch nicht mehr so viel übrig, ne? Auf in die Straßen von Dunville. Mich doch nur sehen. So, machen wir nochmal unsere Alu-Maske auf hier, die wir selber gebastelt haben, aus ein bisschen Alupapier. Und ist Mission 9, Tod der Kaiserin. Du musst dich Kaiserin Delilah blablabla entgegenstellen, bevor sie mit ihren Willenskraft die gesamte Welt verändert. Betritt den Dunville Tower und finde eine Möglichkeit, um Delilahs Geist mit ihrem Körper zu vereinen und sie wieder sterblich werden zu lassen. Erst dann kannst du sie eliminieren und dir den Thron zurückholen. Das, mein Freund Sahne, das ist unser Plan. Wie wir den umsetzen? Keine Ahnung. Ich brauche eigentlich immer noch mal ein paar Fläschchen oder so. Ein bisschen Vorbereitung eigentlich, ne? Aber ich wüsste nicht, wo ein Laden ist, wo man was kaufen kann mit Münzen oder so. Das würde ja schon helfen. Auf geht die wilde Fahrt. Bringen Sie mich zum Dunwall Tower. Zurück zum Korb meiner eigenen Lust. Das werde ich. Delilah wird wieder sterblich sein. Sie lassen Emilys Mutter in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, wo meine Mutter liegt? In einem Kindersarg, ihre dünnen Beine unter dem Körper. Ich hatte kein Geld für eine richtige Beerdigung, aber mein Vater liegt in der Kaisergruft. Sie lügen. Sie können es nicht akzeptieren. Sie kamen als Geschenk nach Dunwall, wie eine Schachtel Süßigkeiten. Mehr waren sie nicht wert. Ich wohne im Herzen ihrer Liebsten und schlafe im Bett ihrer unehelichen Tochter. Eines hat mich Karnaka gelehrt. Man verdient nur dann den Thron, wenn man bereit ist, einen roten Teppich aus Blut davor auszurollen. Wir sehen uns schon bald. Dann sterben sie, Delilah. Klar, kein Ding. So. Müssen wir nur noch hier rauskommen. Klettern, 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 klettern. Klettern, klettern. Ah, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich an diesen Ort. Sind die Wachen wenigstens wieder da? Oder bleiben die weg? Wäre cool, wenn die wegbleiben, weil ich sie ja gekillt hatte. Alter, was ist das für ein creepy Lied, was hier gerade spielt? Wenn ich mal fragen darf. Also das Lied ist echt creepy. Viele Hunde. Aber böse Hunde, keine lieben Süßen. Ganz ruhig. Alter, dieses Lied. Das ist ein Jammer. Ach du Kacke, was haben die hier gemacht? Das war, glaube ich, ich, oder? Nee, das waren nicht. So viele waren nicht ich. Die haben einfach alle umgebracht und sowas. Ich hätte nie gedacht, mal in den Tower einzudringen, um eine Kaiserin zu töten. So schnell ändern sich. Die Zeiten ändern sich. Oh Mann, ich bin gespannt.
ob wir das hinbekommen, diese Folge, die Kaiserin umzubringen. Denn genau das, meine Freunde, ist unser Ziel. Euer Sirza. Nein, ich bin aber echt gespannt, ob wir das hinbekommen. Das wäre nämlich toll, Alter. Dann wird aber leider Vorgang. Ich bin noch nicht so sicher, wie das laufen wird. Wahrscheinlich werden wir einfach nur alle failen und sterben. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach man, ich sterbe zu viel. Manchmal. Und manchmal oft. Oh, die hängen hier, die Wachen. Alles hängt hier. Oh Mann. Hallo? Reden Sie mit mir. Hey! Ich sah den Sturz des Oberaufsehers. Alles ist verloren. Verschwinden Sie. Der Orden hat den Tower angegriffen. Irgendwie wurden wir besiegt. Nicht nur durch Delilahs Hexen und Grabhunde, auch durch mechanische Menschen, automatische Soldaten. Die alte Musik war nutzlos gegen sie. Ruhen Sie sich aus. Ich werde Delilahs Herrschaft beenden. Ich schwöre es. An der Pforte des Todes rieche ich die Verderbnis des Nichts. Ein Ketzer gegen einen Ketzer. Lachhaft. Die Welt ist verdammt. Das ist das Leben. So. Schönen Tag noch. Eine Tote? Das ist doch nicht normal. Oh lol. Hey, wie komme ich da rein? Dunville Tower, 100 Meter. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Oder lang? Oder irgendwas? Was haben wir denn hier? Oh ja, das brauche ich alles. Ist noch ein Heiltrank irgendwie mal wieder? Das wäre auch schön. Ich bräuchte dann vielleicht so ein Zeug, um das Strom wieder zu machen, um durchzukommen. Würde ich jetzt behaupten. Ich brauche aber so eine Fiole oder sowas. Aber woher kriege ich eine? Ich sehe gerade nichts. Hier drinne vielleicht? Körper tot. Oh, Heilung. Ja, geil. Oh, da ist noch einer. Ach nee, ich dachte, der lebt noch. Sorry. Umsonst einen toten Körper angefasst. Igitigit. So, bin ich jetzt doof oder... Hier oben ist auch nichts, ne? Hä? Ich glaube, ich bin doof. Oh, bin ich doof. Ich bin echt doof. Ja, geil. Danke. Ah, Mann. Wie gut, dass ich das verstanden habe. Ja, geht doch. Da sieht man mal wieder, wie trottelig ich bin, ey. Was sind das da eigentlich? Irgendwelche Monster-Tentakel, die mich angreifen? Ich versuche mal dran, einfach vorbeizukriechen. Bitte lasst mich, Monster-Tentakel. Ich komme in Frieden. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich alle umbringen. Aber ich will auch nicht, dass ihr mich umbringt. Oh. Ich glaube, die werden echt... Oh, alle versteinert hier. Was zur Hölle ist hier bitte geschehen? Da ist man einmal aus dem Haus, ey. Gesundheit. Irgendwelche Hexen oder sowas, ne? So, und jetzt muss ich da lang. Nun komme ich gerade nicht weg.
Ach nee, das sind diese Skeletthunde. Das sind Wachen. Ach, Menowin. Das wird interessant, jetzt dahin reinzukommen. Guck da mal rein. Wir machen doch irgendwelche Magie, Alter. Ich lass dir da mal ihre Magie machen und geh in Ruhe weiter. Das sind echt Hexen, ja. Oh Mann. Mit den Hexen würde ich mich ungern anlegen. Ist nicht so meins. Ganz ruhig. Böser Hundi. Oh. Ich habe irgendwie, glaube ich, einen Seiteneingang oder sowas gefunden. Oh, hier liegt auch ein Toter. Oh, ich komme da echt in den Tower rein. Ja, nice. Einfach durch den Seiteneingang. Passt schon. Easy way, Leute. Easy way. Der nächste Ladebildschirm. Was ist das für ein Ladebildschirm? Hexen, die tote Leute füttern oder was? Mal wieder, wie immer, creepy. Innenbereich des Towers. Oh Mann. Ich bin richtig hyped. Leute, ich bin richtig hyped. Okay, sorry. Ich hab übersteuert, glaube ich. Ach, Menowin. Innenbereich des Towers. Ladevorgang. Jetzt mach hin, Mann. Ich aus. Gleich nehme ich meinen Monitor. Und dann esse ich ihn auf. Okay, ich esse ihn nicht unbedingt auf. Hallo. Und jetzt? Münzen, Wein. Ah, da sind wir wieder im Tower, glaube ich. Ja, das brauchen wir. Wo soll ich überhaupt hin? Mal so als Frage. Zwischendrin. Delilah ist oben im Thronsaal, aber vor ein paar Tagen war sie die ganze Zeit in dieser düsteren Aufseherkapelle. Ich kann den Aufzug benutzen, um zu Delilah im Thronsaal zu fahren. Nach diesem erbärmlichen Angriff des Ordens will ich, dass der Sicherheitsraum abgeschaltet und dieser klapprige Apparat gesperrt wird. Ich muss den Sicherheitsraum erreichen, um den Strom im Tower einzuschalten und den Aufzug zu aktivieren. Das ist Mobbing. Jetzt muss ich den Sicherheits... Oh. Mobbing. Habe ich irgendwas, um die dann ein bisschen zu betäuben oder so? Nee, ne? Grrr. Hallo? Hallo? Überall hängen sie hier, die Toten. Der Oberaufseher. Oh. Ah, geil. Na geil. Nein, tötet mich nicht, bitte. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ah! Ah! Ach Mann, Alter. Aua. Lass mich in Ruhe. Okay. Hat gut funktioniert. Was ist denn das? Ich bin da reingeschlichen, da war doch gar nichts. Was hat mich gekillt? Da war auf einmal dieser Hund. Den habe ich nicht gesehen. Auf einmal ist der Hund einfach da gespawnt oder was? Der war immer fluppt, ich bin ein Hund. Ja, geil.
Was soll man denn gegen den Hund machen? Der ist... Verzweiflung. Der war echt auf einmal da, der blöde Hund, ne? So. Da. Ich sehe sogar, dass da der Hund ist. Der Oberaufseher. Och Mann. Ich wollte eigentlich nur looten. Meine Welt ist nicht öde. Au, au, au. So. Ah. Nächster. Ich verteile Headshots. Ihr blöden Trollers. Was mit euch, ne? Bitches. Blockiert. Oh. Hier sind wir also, wo meine liebe lügnerische Halbschwester Jessamine und ich gespielt haben. Wo sie erst sie und ihre Tochter geboren hat. Wo sie Daud die süße Jessamine ermorden ließen. Der Ort, der unser beider Leben zerstört hat. Was redest du da, alte Frau? Blöde Kuh. So, da kommen wir schon mal nicht durch. Obwohl ich da... Zerstörbare Tür. Inwiefern ist sie zerstörbar? Da... Okay, das war's schon mal nicht. Ah, Haftgranate war das, die ich eben hatte, ne? Hallo. Wow, dann geht's hier nicht mal lang, oder was? Moment, Pistole, Springmine. Hallo? Ich glaube, ich bin hier doch richtig. Ah, lecker. Yummy. Der Klang, wenn sie auf den Boden fallen. So zart. Ich auch. Das war eigentlich mein Plan. Ich wollte eigentlich euch heimlich töten. Tatsächlich. Das Problem daran war, es hat irgendwie nicht funktioniert. Wo ist die andere hin? Ja, geh ruhig einfach. Frechheit. Wo ist die andere Trulla? Das eine. Was? Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Nein, nein. Weg und blut woanders. Würde cool. Ich hab nur Angst vor diesen mechanischen Kackis. Na komm, zeig dich. So. Der Rest ist mir Wayne. Und diese mechanischen, die kann ich nicht ab. Ich weiß nicht, wie ich die töten soll. Sicherheitsraum. Okay. Okay. So, ich brauche eine davon. Danke. Da rein. Und auffüllen, bitte. Und da rein. Wenn der Strom da ist, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren. Lol, da ist ja dieser mechanische Spacken. Ach lol. Aus dem Weg. Aus dem Weg, Mann. Bitte, bitte. Das ist der mechanische Typ, Alter. Oh, 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 oh. Ich muss leider weg. Sorry, ich habe keine Zeit. Oh lol. Haben wir gekillt worden. Oh lol. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
Hab ich auch nicht. Nicht gegen diese mechanischen Typen, Alter. Aua! Ah, lass mich raus, Mann! Nein! Ich raste aus. So viel, so weit gelaufen. Ey, ohne Witz, diese mechanischen Typen, die gehen mir so auf den Sack und die sind einfach überall. Und ich komme nicht weg und ich kann die auch nicht töten. Und dann werden es immer mehr. Und wenn ich in den Kampf gehe, bin ich im Tod. Und ich kann nur laufen. Ich kann nur rennen. Und dann ist es auch noch eine Sackgasse. Richtige Frechheit. Hä? Ich brenne noch gar nicht. So. Okay, jetzt müssen wir nur noch zurück. Diesmal gehe ich den Weg, wo ich hergekommen bin. Wo bin ich hergekommen? So. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hundis! Ram. Kann ich mehr. Ah, doch. Du wieder bist du. Au, 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 au. Nerv nicht. Geschafft. Bin hergekommen. War ja nur ein bisschen kompliziert und schwer. Wir haben echt Glück. Oh, ja. Ist doch noch ein Hund. Schrei nicht. Thronsaal. Auf geht's. Kannst du mal aufhören, Geräusche zu machen, Mann? Oh, er ist weg. Er ist einfach verschwunden. So. Zum Dach des Towers gehen. Spannung, Leute. Ich stelle mich echt doof an manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Okay, sorry. Dann Wildauer. Ich hab Dreck am Fuß. Ich hoffe, wir kriegen die jetzt. Hey, ich bin echt so fertig gerade, weil ich immer nur am Laufen, Sprinten und Machen bin. Weil ich einfach so dumm bin und mich immer erwischen lasse. Also so absichtlich manchmal auch. Aber manchmal auch unbeabsichtigt. Und dann muss ich halt... Ah, ich komme gegen diese mechanischen Wächter nicht an. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Deswegen renne ich dann einfach vor denen weg. Sie werden mich zurückbringen und durch meine Hände sterben. Ja. Was war das gerade für eine komische Sequenz? Auf geht's in den Thronsaal, Hype! Ich glaube, wir kommen nicht durch den Vordereingang, oder? Hallo! Oh, wir sind im Thronsaal. Was hat der Layla mit dem Thron gemacht? Ach, das ist schon. Ist es schon da, Alter? Wir sterben jetzt, weil ich da jetzt irgendwie gefailt habe, aber richtig. Sie hätten sich weiter in ihrem kleinen Loch verstecken sollen. So. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Sie sterben hier im Dunwall Tower noch vor. Wie mache ich das jetzt mit dem Herz? Du hast nicht ausgerüstet. Ja, friss Herz, Mann! Ja! Corvo, Sie haben meinen Geist zurückgebracht. Folgen Sie mir, lieber Corvo,
Und sehen Sie, wie ich alles umgestalte. Oh Mann. Kann ich dich nicht einfach töten jetzt? Ich will hinterher, ja! Oh nein, das Herz! Es ist weg. Oh, nö, ich geh da jetzt nicht rein, ne? Ich bleib hier. Ah, da ist ja immer noch sie. Cool. Was zum Naschen war hier nicht? Okay, dann gehen wir doch rein. Die Welt, wie sie sein sollte. Hallo. Das Problem ist, ich habe kein Leben und kann Leben regenerieren. Aua. Alter, ihr seid auch überall, ne? Ich nehme dich. Pokémon. Komm, schnapp sie mir. Bei allem, was ich auch tue. Pokémon. Okay, das war fail. Gut, ich muss jetzt mal anders überlegen. Ich habe keine Heiltränke mehr. Und kann mich nicht heilen. Und da sind 5000 Mal dieselbe Person. Was mache ich jetzt? Kann ich die nicht aus der Entfernung einfach headshotten? Ich probiere das mal. Wäre lustig, wenn das geht. Dann wäre es easy. So. Rein da in den Lachs. Also die Welt dadurch ersetzen. So. Ach, schade. Und ciao! Oh Mann, das war fail. Ich hab mich selber verletzt. Das war's für mich an der Stelle. Ich glaube, das war's für mich. Ich komme nicht mehr weiter. Ich kann ihn nicht töten. Ich habe kein Leben mehr. Ich kann einfach nicht regenerieren. Könnte ich regenerieren, wäre es ja was anderes. Aber ich kann's nicht. Die dumme Kuh. Oder finde ich hier noch mal irgendwas? Scheint halt nicht so, dass hier irgendwas ist. Oben ist, wie es aussieht, auch nichts mehr. Wow. Entschuldigung. Bin schon weg. Muss leider in einem Gemälde. Bis dann. Schönen Tag noch. Oh Mann. Ich würde also die Welt dadurch ersetzen. Blended-Gegner. Kann ich die Leute nicht einfach einschläfern, Mann? So. Blöde Kuh. So. Geh weg, Mann. Was mache ich jetzt?
So. So. Lass mich in Ruhe. Macht Spaß. So, ich habe überlegt, was ich machen kann und habe überlegt, wegen den Trugbildern, die stehen schon da. Allerdings versteinert. Das heißt, die Trugbilder sind eigentlich schon da, wie ihr hier seht. Bam, tot, zack. Das heißt, im Prinzip müssen wir ja eigentlich nur die Trugbilder suchen, töten und das war's. Mit Glück. Mit Glück war's das. So. Oh, oh, da hat eine Gedings gesehen, dass ich hier wen getötet habe, glaube ich. Alles, was mir genommen wurde, werde ich mir zurückholen. Da, wieder hoch. Und auch töten. Seht ihr noch irgendwo Trugbilder, Leute? Dann schreibt's in die Kommentare. Das? Pflanzen. So, drei habe ich. Drei sind aber nicht genug. Seht ihr da noch irgendwo eine Frau? Ist sie das nicht? Ich guck mich mal um. Safety first. Nee, ne? Das ist eine normale Statue. Grrr. Wo könnten denn noch welche... Ach lol. Die habe ich. Hier oben auf dem Balkon war ja klar, dass da noch eine steht. Sonst noch irgendwo eine? Vielleicht da unten rechts? Ich weiß es halt nicht. Ich teste mal kurz was. Das mache ich mal kurz dahin. Das dahin. Das nur triggern. Triggern. Ich düse ab. Sollst du nicht failen. Kannst du bitte sterben? Wäre mal mega nice. Kann mein Leben regenerieren? Oh ja. Oh lol. Du fühlst dich doch wohl sicher. Ja. Bitte, bitte, bitte lass mich leben. Das wäre richtig sweet von dir. Ich weiß wieder nicht, wo ich bin. Aber ich weiß auch nicht, wo sie ist. Ja, weil ich keinen Bock habe, jetzt zu sterben, Mann. Bitte. Ich sehe halt auch nicht, wo die sind. Grrr. So, hier müsste ich besser sehen können. Gehen die hier vielleicht runter? Hallo?
Da sind welche. Ja, da ist sie. Zack. Und du bist auch dran. So, jetzt nur nicht wieder in diesen Versteinerungsstrahl. Hallo. Triggered. Bin der Kuh, Alter. Wandelt sie auf ewig im Nichts, Delilah. Alter. Du bist vielleicht eine blöde Tunde. Ciao! Rettet Emily oder besteige selbst den Thron. Thron oder Emily? Ich glaube, ich möchte Emily retten, ne? Oh, ey, das war vielleicht eine tolle Sache. Ja, natürlich Emily erwecken. Weshalb habe ich das hier wohl gemacht? Ne, um Emily zu retten, nicht um selber auf den Thron zu gehen, lol. Emily. Vater, was ist geschehen? Immer mit der Ruhe. Ich werde alles erklären. Der kaiserliche Schutzherr. Abgeschlossen. Das größte Geschenk. Ladevorgang. Alles vorlesen. Oh mein Gott, was war das bitte für ein Endboss? Was war das für ein Nice-Boss? Ja, diesmal haben wir dann am Ende einfach ein Handy gegeben, ne? War mir zu blöd, du. Anstatt hier, ne? Ich hätte auch selber den Thron besteigen sollen. Hätten wir das richtig Evil-Ende nehmen müssen, oder? Ich meine, ich habe alle umgebracht. Ein Reich im Chaos. Trophäe erhalten. So stürzte der Herzog und eine Figur der Unterwelt nahm seinen Platz ein. Paolo war ohne Besitz auf die Welt gekommen und wollte sie als steinreicher Mann verlassen. Manchmal brüllt die Macht, manchmal flüstert sie. In Dunwall verlor Delilah Copperspoons Zirkel nach ihrem Tod seine Macht und wurde zerstört. Der Staatsstreich fand ein Ende. Die rechtmäßige Kaiserin bestieg erneut ihren Thron. Es begab sich, dass Emily die Rachsüchtige, die letzten Verräter tötete und über ihr Reich herrschte, mit ihrem legendären Vater Corvo Atano an ihrer Seite. Zu seiner Zeit entfachte Anton Sokolov das Feuer der Industrie und legte einen alles verzehrenden Brand im Herzen des Reichs. Seine Maschinen wurden für Krieg und Unterdrückung genutzt, um die Schwachen zu vernichten. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und brach in den Norden auf. Seine letzte Kraft verbraucht und nur noch ein Schatten des Mannes, der er sein wollte. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Bling. Belong. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Dishonored 2. Das war Dishonored 2. Ramba, ramba, ramba. Okay, sorry. Vielen Dank fürs Zusehen. Für die Leute, die Dishonored gesehen haben, bei mir vielleicht doch Bock hatten, das zu sehen. Ich habe ein bisschen stürmerischen Weg genommen. Ich bin einfach mal rein
töten, raus, ne? Das war so mein Weg, den ich gegangen bin in Dishonored. Ich hoffe, das war okay für die meisten, ne? Weil viele andere YouTuber gehen immer auf, oh ja, schleichen, alles richtig machen. Und ich dachte mir einfach, scheiß drauf, Chaos. Und ich hoffe, euch hat dieser Chaos-Weg ein bisschen gefallen. Für die Leute, die das jetzt gesehen haben bis zum Ende, so viele werden das nicht sein bei mir, weil Dishonored 2 haben leider echt wenig bei mir geschaut. Mal sehen, wie ich die Folgen gestalten werde. Vielleicht kommen dann jetzt noch zwei, so fällt mal eine Doppelfolge, dass ich also zwei Folgen zu einer großen mache oder so. Mal gucken. An dieser Stelle nochmal Dank an alle, die trotzdem bis hierhin zugesehen haben und Bock hatten. Wir sehen uns bei anderen tollen neuesten Projekten wieder und ja, euch wünsche ich auch noch einen schönen, schönen Tag und macht nicht so viel, ne? Macht keinen Stress, Leute, ne? Macht mal hier keinen Stress, nur heiße Luft. Mann, Mann, Mann. Und wie gesagt, ein dickes Danke. Nochmal an alle. Das war Dishonored 2. Ladevorgang. Ich guck nochmal, ob noch irgendwas hier geschieht, bevor ich beende dieses Projekt. Nö. Dann sage ich euch nur, schau mit au, Leute. Schau mit au. Und nochmal danke, danke.